Moin, herzlich willkommen, 235 Bausenmanador. Hier stehen wir vor unserem wunderschönen halben Stadion, was wir in den letzten Folgen gebaut haben. Und jetzt diese Folge weitermachen müssen. Wahrscheinlich, also ich glaube, es geht mit irgendwelchen Logen weiter. Wo ich sehr gespannt bin, wie, wo, was. Weil Tribüne steht jetzt halb. Wo kommen da jetzt noch irgendwelche Logenkram? Gucken wir jetzt halt mal. Was wir auf jeden Fall machen, diesmal ist nicht auf hohem Umfang das zu machen. Weil das halt einiges länger dauern würde wieder. Wir machen lieber Mittel. Mittel ist super. Mittel ist perfekt. Warte mal, erstmal hier mal gucken hier. Premium-Logen, schön spielen. Die Gestaltung der Osttribüne umfasst neben den normalen Sitzplätzen auch Presseräume und Premium-Logen. Für die unterschiedliche Baumaterialien zum Einsatz kommen. So haben wir es jetzt. Gut. Also, Premium-Logen für Stadion, Mittel. Erstmal Besprechung. Antrag annehmen. Perfekt. Wo müssen wir hin? Da hinten steht er. Okay. Nimm einfach mal den MAN. Dann fahren wir mal darum. Also einmal komplett um die Tribüne rumfahren. Mit dem kleinsten LKW, den wir haben. Steht er da hinten? Mit doch mal an einem Ort. Ist doch scheißegal, wo du stehst im Endeffekt. Rennt da von A nach B rum irgendwie. Muss ich ja einmal komplett rumfahren muss. Mann. So geht das doch nicht. Muss ich hier noch laufen oder was? Nee, ganz bestimmt nicht. Was war da hier jetzt gehört? Upsala, das war der Zaun. So, guten Tag. Ordentlicher Auftritt, wie es für mich hält. Was? Egal. Hey, Coach, Captain, Sportskanone, die mich definitiv nicht beim Vereinsvorstand anschwärzen wird. Unserem letzten Gespräch wollte ich mich nützlich machen und habe mir meine Pläne nochmal angesehen. Vielleicht wäre es hier sinnvoll, einen Turmdrehkran zu verwenden, weil diese Tribüne erhöhte Balkone hat. Ich dachte mir, das könnte deine Arbeit einfacher machen. Solange das diesmal vor dem Dach passiert. Sorry nochmal deswegen. Aber hey, wenn du Ideen hast, wie man es besser macht, ignoriere mich einfach. Ich setze mich dann auf die Ersatzbank und lerne. Ja, nur wenn du sagst, der Turmdrehkran kommt dahin, dann kommt der dahin. Da kann ich nichts dran ändern. Ich habe das Gefühl, es gibt genau denselben Auftrag noch einmal. Kann das sein? Wie da drüben auch? Uff, T-Dreh. Ich muss mal ganz kurz durchlesen hier mal. Grabmasse, Schreiben von dem Element. Schloss, Flachdach, Bauerdach, Besprechung. Ja, ist eigentlich im Endeffekt dasselbe nochmal in grün, oder? Wow. Also können wir uns ja 2-3 Aufträge eingesparen. Wie zum Beispiel den Oberbodenabtrag. War das wahrscheinlich wieder so bespielen wie letztes Mal. Beziehungsweise haben es ja letztes Mal schon gemacht. Das ist genau nochmal dasselbe in grün. Also Oberbodenabtrag überspringen bitte. Ja. Perfekt. So, Boden ist abgesenkt. Jetzt brauchen wir einen Graben. Um Gottes Willen. Selbst auf Mittel ist es ja immer noch ein riesen Graben, den ich ausheben muss. Aber letztes Mal ja auch gemacht. Ehu. Also, Aufgabe überspringen. Dankeschön. Ach, guck mal, wie schön tief der jetzt gegraben ist. Wow. So, jetzt brauchen wir Material. Da komme ich jetzt ins Spiel. Das ist schon eher mein Metier. Mit dir. Wo kommt der Turmdreh gerade diesmal hinten jetzt? Da vorne. Das ist doch selbe Position wieder, oder nicht? Das wird mit dem Flutlicht wieder ein bisschen Probleme machen. Wahrscheinlich werden wir das andere Flutlicht bauen, oder? Das, was da drüben hinkommt. Ach, ich habe keine Ahnung. Zum Baustoffhandel wollte ich eigentlich. Verlauter wieder vergessen. Dann drehen wir wieder unsere Runde. Wieso spawnt der auch hier, nicht da drüben? Doch viel mehr Sinn machen. Müsste ich nicht so weit rumfahren, ja. Wenn man das geplant hat, schlechte Planung. Ganz, ganz schlecht. Jo, nimm die halbe Wand mit. Ich bezahle später dann. Ne, was heißt bezahlen? Ich kann es doch selber reparieren, oder? Bin doch hier Handwerker. Aha.
Gut, was braucht man alles? So, das sind schon mal die Sachen, die wir jetzt brauchen. Dann nehmen wir noch 4 Betonbauteile mit. Weitere Betonträger. So Baugerüst, wenn es geht. Beziehungsweise Baugerüst kann man stapeln. Lass es mal weg. Probieren wir die 6 Metallbauteile. Also Deckenelement, Ding und Kram noch. Okay. Ich weiß nicht, wie es beladen ist. Nein. Du. 5 Holzdeckenelemente noch drauf, oder? Geht auch noch drauf. Gehen die 2 Baugerüste noch drauf. Gut, nur jetzt wird es, glaube ich, mit den 8 Deckenelementen wird, glaube ich, ein bisschen eng. Nicht? Was? Okay. Das sage ich nichts gegen. Wenn alles drauf geht, bin ich der Letzte, der sich beschwert. Als ob da jetzt noch diese 8 Decken in der Mitte drauf gepasst haben. Als ob. Als ob da genau Platz drauf war jetzt noch. Okay. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich beschwert. Also auf zu den Premium-Logen. Ach, hier ist, ach so, spot mir hier so, okay. Gut, dann müssen wir einmal hier drüben hin, dann stellen wir uns dahin, dass wir am wenigsten rumschwenken müssen. Vielleicht steht er da auch keinen im Weg, dann kann ich einfach die Materialien hier stehen lassen. Jetzt haben wir schon mal zumindest weniger Material als letztes Mal. Was ja Sinn macht, weil wir den Umfang jetzt auf Mittel haben. Und nicht auf Hoch. Nehmen wir den Sani diesmal, der ist eigentlich dasselbe. So, einsteigen. Nee, der wäre von der Höhe her selber. Wird ja, also es wäre ja irgendwie blöd, wenn der Sunny höher wäre und der dann irgendwie sagt, es hätte ja gar nicht gepasst. Aber, hä? Das wäre dann irgendwie merkwürdig, oder? Jetzt haben wir nur ein Problem. Da ich erstes Material gekauft habe, was wir als erstes brauchen, was ja eigentlich Sinn macht, ist das jetzt ganz unten. Gerade das Bewährungsgitter. Okay, ich gebe ihm mal ein paar Sachen rum. Dass wir vielleicht irgendwie an alles drankommen. Oh, ja, ja, ja. Die Betonträger vor allem, das ist alles noch. Oh. So, jetzt haben wir mal die Betonschale unten auch noch rausgegraben. Die ganzen Betonbauteile da drauf, oder Deckenelemente, was es sind. Sonst hoffe ich mal, dass die anderen Materialien nicht irgendwie wegspawnen oder so. Ich muss sie eher auspacken. Dann kann man die gerade wieder. Also, gerade. Jetzt ist gerade der Betonträger. Gerade. Der Chief. Nach hinten. Ganz nach hinten. Nein. Genau. Kommen die beiden Holzdinger da wieder drauf, wenn sie denn wollen. Hoppala. Ich glaube, das vierfach hochstapeln wurde auch erst durch Updates eingefügt. Am Anfang ging nur 3 Etagen hoch. Das vierfach ist schon sportlich, also schon eine beachtliche Höhe. Gut, das Baugerüst bin ich jetzt mal so frech oder hoffe halt einfach mal, dass das da stehen bleiben kann. Weiß ich halt nicht. Brauchen wir hier die ganzen Betondinger hier alles. Perfekt. Streifenfundament. Habe ich mir schon fast gedacht. Also, Betonbombe. Ja, ganz so weit weg stehen, weil wir deswegen ganz Ladezeit brauchen. Nee, rückwärts geht schon mal nicht, aber hier müssten wir vielleicht rumkommen, oder? Da er da hinten nicht lenkt, weil warum auch immer. Ein bisschen vor zurück. Dann geht's aber auch. Finde aber die Bezeichnung Premium-Logen
für eine ganze Tribüne ein bisschen komisch. Muss ich sagen. Komm, stell die mal hier mit aufs Feld. Das ist ja. Wahrscheinlich werde ich sie dann eben fünfmal wieder umparken müssen. Wenn ich sie drüben irgendwo hinstelle. Jetzt war der Baukran diesmal ja. Mittischer steht. Okay. Natürlich ist die Stütze diesmal in der Luft. Also rückwärts. Vorwärts. Dann kloppen wir das ganze Gespann eben mal aus. Jetzt mal schön in jedes Eck um. Dürfte ja hoffentlich von der Position aus kein Problem sein. Na, ich bin schon ziemlich weit weg von da hinten, finde ich gerade. Ja, wenn wir das mit hin und her steuern, dann geht es schon. Gut. Dann, Betonmischer. Hoffentlich die richtige Zugmaschine erwischt. Ja. Ne, da komme ich nicht rein. Wir fahren mal bis anders da gerade. Das Ding bricht aber auch sofort aus, weil man irgendwie schneller ist. Meine Güte. So, einmal rum. Das Rohr hinten ist eingeklappt, okay. Na, boah, Alter. Biegst du aber auch wieder ab. War schon gerade hinter. Bitte. Gut, warte, jetzt haben wir die Klappe wieder vergessen, natürlich. Nein, nicht. Ja, Gieß halt schon mal los. Ich wollte eigentlich die Klappe aufhaben. So, dann einmal. Und machen die Kiste und gießen an. Dompumpe, gießen an. Und dann gießen wir wohl die Streifenfundamente hier. Ja, komm, letzte Beton noch. Perfekt. So, Streifenfundament ist gegossen. Wunderbar. Müssen wir Baumaterialien auspacken. Also Betonträger. Okay. Gucken wir mal, was es ist. Also, wisst ihr, was heißt, was es ist? Dinger, wo ich einen Baukran jetzt setzen muss, wahrscheinlich. Jo, natürlich. Ah, da stehen auch schon welche jetzt. Ja, okay, die kleinen Stuppel drin. Alles klar, dann ab in den Kran. Beziehungsweise erstmal kurz Kaffeepause gemacht. Und dann würde ich mal sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr mal dran denkt gerade. Und ihr nichts weiteres verpassen wollt. Und mal gerne die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer bei den Nachrichten bei den neuesten Videos. Jo, jo, jo. Lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich behaupten jetzt. Also, pff, ist ja mal an sich Sache. Aber gut. Über Likes würde ich mich trotzdem freuen. Sagen wir es so. So. Na komm. Ansonsten kann ich auch schon mal sagen, das Video heute wird ein bisschen kürzer. Also wird es so auf die Länge ungefähr wie die früheren Videos. Weil die Zeit so mit der FarmCon bezüglich der S und so, ist jetzt nicht so gerade da, dass ich da jetzt großartig Zeit habe aufzunehmen. Also, klar, aufnehmen tue ich, also ein Video kommt, oh Gottes Willen. Aber trotzdem ist es zeitlich ja immer so eine Sache. Und lieber ein bisschen kürzeres Video als gar kein Video. Macht ja irgendwie Sinn, gell? Ja. Nein, nein! Lass doch nicht fallen. Du Depp. So, hier. So, was kommt danach dann? Gute Frage.
immer sofort, sobald der letzte Pfosten drinsteckt. Nein, du musst schon anhaken, bitte. Also, das wäre schon ganz von Vorteil. Nein. Und dann bitte in dem blauen Bereich abhaken. Sagen wir mal das scheiß Ding da wieder auf. Und setzen es bitte da in das Loch rein. Und nicht hier irgendwo. Sonst wohin. Zack, perfekt. So, jetzt. Baumaterial auspacken wieder. Ah, jetzt kommt eine weitere Betonschalung. Also, es kommt das Fundament wahrscheinlich. Ah, die müssen wir jetzt gießen. Okay. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall noch. Also, ich kann einfach durchlaufen. Muss ich keinen Hürdenlauf machen, okay. Bitte einsteigen? Nein, nicht F. G. G wie einsteigen. Was? Macht keinen Sinn. Ach, wer hängt denn den Kran ist doch so blöd hin? Weg den Haken hier. Mann. Das ist der Kran irgendwie im Weg. Schlechte Planung hier. Na gut, das war jetzt keine Planung, das war ja ein anderer Fehler. Gut, dann gießen wir das Ganze. Sobald wir halt kommen. Auslegen. Weil ganz rankomme ich das auch nicht, aber ja gut, das kleine Stück da dürfte normalerweise kein Problem machen. Was Problem macht, ist der Beton. Weil der schon wieder leer ist. Aber gut, kriege mal. Und dann ist die Betonplatte auch fertig gegossen. Sehr schön. Jetzt müssen wir Material liefern, theoretisch wieder. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet gerne nächste Folge wieder ein, wenn ihr Lust habt. Ein bisschen ein paar Säulen gießen. Ja, könnt von der Position aus passen vielleicht. Und Baumaterialien auspacken und neu platzieren. Na gut, kriegt man alles. Also, danke schön fürs Zuschauen. Bis nächste Folge dann. Tschüss.